Hallo, liebe Hungrige. Spaghetti-Kuchen gibt's ja nicht zum ersten Mal hier auf dem Kanal. Dieser hier ist schon circa 10 Jahre her. Interessant war auch dieses Rezept nach Jamie Oliver. Nicht zu vergessen den wirklich köstlichen Mac and Cheesecake. Sogar ein Spaghetti-Brot hatten wir schon. Aber aus der Kastenform ist mal was Neues. Ganz kurz noch in eigener Sache. Wenn euch Video und Kanal gefallen und ich bin da optimistisch, dann bitte Daumen hoch und abonnieren. Ist ja kostenlos. Und damit ihr in Zukunft kein Video verpasst, auch die Glocke aktivieren. Danke. Zurück zum Rezept. Und dafür brauchen wir an Gewürzen Pfeffer und Salz. Je nach Geschmack könntet ihr das auch noch mit zum Beispiel Basilikum oder italienischen Kräutern erweitern. Wir brauchen Sahne, natürlich Spaghetti, etwas Tomatenmark und grünes Pesto. Wir brauchen Eier, Käse. Ich verwende diese Schmelzkäsescheiben. Raclette-Käse ist auch eine super Variante. Geriebenen Käse braucht man auch noch ein bisschen. Und Bacon, Schwarzwälder Schinken würde es aber auch tun. Zuerst bringen wir mal ausreichend Salzwasser in einem Topf zum Kochen, geben die Spaghetti hinein, kochen sie al dente, weicher nicht, sie kommen ja dann nochmal in den Ofen, die fertig gekochten Spaghetti vom Herd nehmen und abgießen. Wenn sie abgetropft sind, schütten wir sie in eine große Schüssel, gießen etwas Öl dazu, Oliven, Sonnenblumen oder Rapsöl. Meins hier ist mit Knoblauch aromatisiert, passt ja geschmacklich prima dazu. Wir würzen die Spaghetti nun und zwar kräftig mit Pfeffer, ebenso mit Salz. Wir schütten Sahne mit hinein und jetzt schlagen wir die Eier dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hier kleine, mittelgroß reichen auch 4. Und nun alles gründlich miteinander vermengen und das macht sie wohl am besten mit einem Salatbesteck. So, und nun brauchen wir eine geeignete Kastenform. Egal ob aus Metall, Keramik oder Silikon. Eventuell noch ein bisschen einfetten und da hinein schichten wir nun die vorbereiteten Spaghetti. Und zwar so circa 2/3 davon einigermaßen gleichmäßig in der Form verteilen. Noch ein bisschen nachhelfen dabei und auch ein wenig andrücken. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Schinken. Und diesen geben wir ohne weiteres Fett in eine am besten beschichtete Pfanne. Und braten diesen nun darin bei hoher Temperatur an. Ab und zu auch mal wenden dabei. Und wenn er dann schön knusprig ist, nehmen wir ihn vom Herd. Und nun muss er noch zerkleinert werden und das könnt ihr natürlich mit einem Messer machen oder ihr macht so wie ich, mit einer geeigneten Küchenschere, geht ja ruckzuck. Ist der Schinken dann entsprechend präpariert, verteilen wir ihn auf den eingeschichteten Spaghetti und decken ihn anschließend mit den Käsescheiben ab. Wenn ihr Raclette-Käse nehmt, reicht eine Scheibe. Hier von dem Schmelzkäse nehmt lieber zwei. So, und darauf verteilen wir nun die restlichen Spaghetti, natürlich auch jetzt wieder gleichmäßig. Und nun brauchen wir feuerfeste und größenmäßig geeignete Förmchen, und zwar zwei. Und diese drücken wir, eine links und eine rechts, in die Spaghetti-Masse. Anschließend bestreuen wir die Oberfläche rings um die Förmchen mit etwas geriebenem Käse. In das eine Förmchen geben wir nun einen gehäuften Teelöffel vom Tomatenmark und in das andere Förmchen vom grünen Pesto. Wir gießen etwas Sahne darüber und vermengen dann beides, also sowohl Pesto als auch Tomatenmark, eben mit der Sahne verrühren. So, und damit ist alles vorbereitet, ab damit in den Ofen. Und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 15 bis 25 Minuten. Ich weiß, ist eine große Spanne, hängt aber eben auch davon ab, wie groß und aus welchem Material eure Form ist. Jeder Ofen ist ja auch noch ein bisschen anders. Schaut einfach drauf, dass die Oberseite nicht zu dunkel wird. Bei mir waren es übrigens am Ende 21 Minuten. Und so lecker sieht unser Spaghetti-Kuchen dann aus. Wir nehmen ihn aus der Form und wechseln auf einen Teller oder eine Platte und dann Förmchen Nummer 1 herausnehmen und in die entstandene Mulde die Pesto-Sahne-Mischung gießen und anschließend verfahren wir mit dem anderen Förmchen ebenso, also auch hier in die Mulde die Mischung aus Tomatenmark und Sahne geben. So, und wenn wir dann mal ein Stück abschneiden, können wir den eingebackenen Käse und Schinken sehen, alles ist durch und wir können, wenn wir möchten, nun einfach dippen. Falls ihr noch mal frische Kräuter da habt, bei mir ist Schnittlauch, gebt ruhig davon noch ein bisschen auf die gefüllten Mulden, schneidet den Kuchen in dicke Scheiben oder einfach nur auf, ganz wie ihr möchtet. Eine, wie ich finde, nicht nur originelle Pasta-Variante, sondern auch eine sehr leckere. Kommt übrigens auch bei einer Party optisch und kulinarisch gut. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls bei euch aber lieber etwas mit Gritaraki geben soll und als Dessert vielleicht ein Stück Schokokuchen, dann schaut euch doch einfach diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.